Hallo und herzlich willkommen zum OTV Talk. In Vielfalt vereint, das ist ja einer der Slogans der Europäischen Union. Und von Amberg aus wird dieses Motto seit Mitte 2011 mit Leben erfüllt. Studiendirektor Peter Ringeisen hat sich vor knapp 2 Jahren ein Projekt zum Thema Toleranz mit europäischer Dimension überlegt und hat 4 Partnerschulen gefunden, die dieses Projekt mit dem Namen Spotlights for Tolerance seitdem gemeinsam stemmen. Gerade sind Schüler und Lehrer zu Gast am Dr. Johanna Decker Gymnasium in Amberg und tun was für mehr Toleranz. Das Wichtigste ist Offenheit. Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Leuten, die anders aussehen, die eine andere Sprache sprechen. Die Sprache des Theaters sprechen alle. Spotlights for Tolerance heißt das EU-geförderte Projekt, das Peter Ringeisen seit August 2011 vom Dr. Johanna Decker Gymnasium Amberg aus koordiniert. Schüler und Lehrer aus 5 Nationen, aus Italien, der Türkei, Rumänien, Polen und Deutschland, lernen sich da kennen und erarbeiten bei den gegenseitigen Besuchen jeweils ein Theaterstück. Ist natürlich besonders schön, weil sich bei unserem Thema Toleranz das besonders anbietet, dass man eben bei ganz unterschiedlichen Kulturen mal seine Toleranzgrenze selber testet und auch feststellt, welche eigenen Vorurteile ja vielleicht doch immer noch da sind und wie sich die vielleicht als gegenstandslos herausstellen. Spotlights for Tolerance ist ein Comenius-Projekt. Lebenslanges Lernen steht dabei im Vordergrund und Learning by Doing, und zwar gemeinsam. Amberg ist die letzte Station des 2-jährigen Projekts mit europäischem Mehrwert für alle. Wir als Lehrer können auch uns mit Lehrerfahrungen tauschen und einfach sagen, welche Lehrmittel oder Methoden sind wichtig für uns, die was Gutes beibringen. Aber auch für die Schüler, die Kontakte knüpfen, die Freundschaften herstellen. Das ist bestimmt nicht nur eine kurzfristige Zusammenarbeit. Ich bin echt froh darüber, dass ich hier neue Freunde gefunden habe. Wir schreiben uns regelmäßig, dank Peter Ringeisen und den anderen Lehrern habe ich in dem Projekt hier viel gelernt. Die Projektwoche in Amberg hat gerade erst begonnen und was hier noch wie ein Durcheinander aussieht, hat System. Lockerungsübungen sind es für die anstehenden Theaterproben. Und dafür hat jedes Land etwas Eigenes einstudiert, das zu einem Ganzen werden soll. Ja, und bei uns im Studio ist jetzt der Initiator des Projekts, Peter Ringeisen. Und er hat seine rumänische Kollegin Corina Pavelescu mitgebracht. Hallo. Hallo. Guten Tag. Frau Pavelescu, Sie sind jetzt ein paar Tage hier in der Oberpfalz. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Alles ist sehr schön. Viel schöner, als wir geglaubt haben. Das Einzige, das nicht so schön ist, ist das Wetter. Aber das ist auch gegangen. Wir sind unter Freunde, wir fühlen uns wie zu Hause. Wir können herumgehen, die Kinder fühlen sich auch gut. Die sprechen untereinander, die sind immer zusammen und arbeiten und das ist sehr gut. Ich glaube, niemand hat sich zu beklagen, es ist alles wunderschön. Klingt ja wieder nach einem gelungenen Treffen hier in Amberg. Das Programm, Herr Ringeisen, das ist ja auch diese Woche wieder, wo die Kinder, wo sich die Nationen hier in Amberg treffen, sehr umfangreich, gell? Ja, wir wollen natürlich unseren Gästen auch was bieten, wenn sie schon die weite Reise auf sich nehmen. Die weiteste Reise, naja, gleich wahrscheinlich Gäste aus Sizilien, die einen Flug in 2 Etappen sogar hinter sich bringen müssen. Die Gäste aus Izmir in der Türkei haben auch einen weiten Flug. Wir wollen also uns Mühe geben, den Gästen möglichst was von unserer Kultur, von den Sitten und Gebräuchen auch der Oberpfalz mitzugeben. Deswegen haben wir im Programm eine Stadtbesichtigung von Nürnberg. Natürlich, ganz am Anfang haben wir uns Amberg angeschaut. Regensburg kommt auch noch auf uns zu. Aber daneben auch natürlich jede Menge Zeit fürs Projekt, also für die eigentliche Theaterprojektarbeit, findet immer am Vormittag statt. Da wären wir dann auch schon beim Thema, das Theaterstück. Wir haben es im Beitrag gesehen, das waren gerade noch so Lockerungsübungen, so ein erstes Beschnuppern auch. Die Schüler kennen sich ja, denke ich mal, zum großen Teil noch nicht, haben jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon. Wie laufen denn die Proben?
sehr zufriedenstellend, kann ich zum Glück sagen. Man weiß ja nie, ob das wirklich auch funktioniert, was man sich vorher überlegt. Ich habe das Glück gehabt, wirklich zwei ganz hervorragende Partner zu finden, die mich unterstützen. Winfried Steindl, allen bekannt als wirklich bedeutender Theaterarbeiter und Regisseur, der hat viel zum Konzept beigetragen, beziehungsweise ja, die Hauptarbeit eigentlich gemacht. Auch noch sehr gute Ideen hat geliefert Anne Schleicher aus Schwandorf. Kenne ich daher, dass sie früher Schülerin bei uns war und auch in meiner Theatergruppe schon gespielt hat. Und das Konzept, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert gut. Jugendlichen macht Spaß und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Kann man schon ein bisschen was verraten? Ja, es hat natürlich zu tun mit dem Hauptthema des Projekts, Toleranz und Abbau von Vorurteilen. Und es fängt damit an, dass man jetzt gleich von Anfang an nicht so tut, als ob es gar keine Vorurteile gäbe, sondern es tritt jede Gruppe einzeln auf und sagt in ihrer eigenen Sprache, dass sie halt jetzt hier bei diesem Projekt sind und man weiß noch nicht, wie sich es denn entwickeln wird und man weiß auch nicht, wie die anderen so sind. Da hat man ja schon komische Sachen gehört und dann werden die parodiert. Also jedes Land, jedes Team aus einem Land parodiert ein anderes Land. Als Ausgangspunkt dafür hatten wir Geschichten, die sich die Leute selber ausgedacht haben. Nicht damit jetzt die konfrontiert werden mit den Vorurteilen, die vielleicht andere ihnen gegenüberbringen. Das hätte vielleicht auch beleidigend wirken können. Aber wir haben es so gemacht, dass jeder eigene Klischees sozusagen spielt und damit auch klar macht, da kann man auch drüber lachen, auch wenn andere Leute vielleicht meinen, das ist typisch. Und das wird eben dann parodiert und auf die Art und Weise entsteht dann eine gewisse Spannung und sie fangen an, sich zu streiten, ja, und irgendwann werden sie sich auch wieder vertragen. Und dann... Ich glaube, zu viel sollte man nicht verraten. Frau Pavelescu, vielleicht verraten Sie uns noch ein bisschen was hat denn Ihre Gruppe sich überlegt? Ja, wir haben etwas Typisches für Rumänien gemacht und wir haben es präsentiert und dann gibt es eine Gruppe, die uns imitiert. Ja, und wir haben ein wenig auch denen geholfen und auch wir imitieren dann die Partner aus der Türkei und wir waren ja auch geholfen, dass alles gut ist. Und es ist ein wenig so viel mehr, als es wirklich ist, gemacht, damit ja, ein wenig Humor dabei ist, nicht nur, ja, aber es ist wirklich gut herausgekommen und die Kinder, die haben mit Freude mitgemacht und es ist schön. Und wirklich das, schön. Und man spricht ja alle Sprachen. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hört alle Sprachen und es ist schön. Also nicht nur Englisch, dass die Schüler Englisch miteinander ja sprechen, sondern wirklich auch andere Sprachen kennenlernen. Genau, also Englisch ist die Hauptsprache des Projekts, aber das ist also auch schon in unserem grundlegenden Konzept für das ganze Projekt festgelegt, dass die Sprachen auch zu hören sein sollen für das Publikum. Oft ist es ja so, dass man halt nur, was weiß ich, ein paar Sätze hört und dann die als fremd empfindet und abgeschreckt wird. Und wenn man dann sieht, dass die, wie die Leute ganz natürlich damit umgehen, dann glaube ich, kann das auch dazu beitragen, da Barrieren abzubauen. Jetzt haben Sie ja, dieses Projekt ist ja wirklich von Amberg aus ja, initiiert worden. Sie haben das Ganze initiiert. Es ist ein Comenius-Projekt. Was ist denn bei solchen Projekten das Ziel? Das Ziel, also grundsätzlich muss man sagen, es ist ein Programm, das von der Europäischen Kommission finanziert wird. Und das Ziel ist einmal die Förderung des Fremdsprachenlernens. Es ist der Austausch, der gegenseitige Besuch von Schulgruppen angestrebt und grundsätzlich eben ein Gefühl dafür zu entwickeln, was es bedeutet, ein Europäer zu sein. Eben nicht nur in seinem Land zu wohnen und zu schauen, dass man möglichst keinen anderen reinlässt und mit niemand anderen redet, sondern sich wirklich ja, als Teil einer Familie zu fühlen, die in Europa eben lebt. Jetzt
läuft das Ganze ja schon 1,5 Jahre. Sie haben sich gegenseitig besucht. Wie sind denn Ihre Erfahrungen jetzt so, wenn Sie zurückschauen, 1,5 Jahre, your experience? Ja, es war sehr interessant von Anfang an. Zuerst sollen wir über Toleranz sprechen, ja. Mir hat es gefallen, dass in jedem Land etwas gemacht wurde, das verschieden ist von dem anderen. Und dieses Theaterstück dann ist zuletzt sehr verschieden, aber doch passt zusammen, wissen Sie? Und das war sehr schön. Und man konnte sich recht geben, dass wir bis zu Ende alle gleich sind und dass die Kinder mitmachen können. Und dann auch die Eltern waren sehr froh zu helfen und andere Professoren. Und das hat alle zusammengebracht. Das war schön. Und dann ist noch eine Seite, es sind mehrere Seiten, aber du schaust viele Plätze und es ist etwas anderes, wenn man alleine geht und schaut und wenn man dich führt und dir zeigt, wie wir gestern in Nürnberg, wunderschön war es. Wir hatten 3 Führer und es war sehr interessant, hochinteressant und nicht überhaupt nicht boring. Langweilig. Nein, nicht langweilig. Alle haben mitgemacht. Und dann, außer uns kennenzulernen, ist auch diese Freundschaft, die uns jetzt zusammenbringt. Und wir wissen viele Sachen über uns. Und manche von uns werden vielleicht auch weitermachen. Und es ist gut, auch für die Kinder, auch für uns. Denn wir sind ja nicht so öfters heraus aus dem Land gegangen. Ja, wir sind nicht alle so jung, die Jungen, ja. Ja, jetzt noch ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss. Das Theaterstück. Morgen Abend gibt es das zu sehen. Wann und wo, Erdingersen? Donnerstag, 21. März um 19.30 Uhr im Gerhardinger Saal der Dr. Hünner-Decker Schulen. Jeder ist herzlich eingeladen. Man muss nicht Schülerin des Gymnasiums oder der Realschule sein, sondern jeder kann gerne kommen. Der Eintritt ist frei. Es wird ungefähr insgesamt eine gute Stunde dauern und ich hoffe, es ist interessant. Ja, davon gehe ich mal aus. Und das war schon wieder der OTV-Talk. Ich sage Servus und auf Wiedersehen.